So, zweiter Anlauf. Ja, ihr Lieben, ich bin's wieder, euer Minchen. Beziehungsweise auch Hi, ihr Nicht-Lieben. Die Hater unter euch haben etwas Neues gefunden, um mich fertig zu machen und mich total zu haten, bis ich weine. Ja, wirklich. Ich sitze dann abends in meinem Bett, das ich nicht mal habe, denn ich schlafe momentan im Gästezimmer auf einer Couch. Auch das war wieder eine Information, die niemand gebrauchen konnte. Aber ich finde das wirklich traurig, ja, weil das ist wirklich... Ich meine, es ist ja auch Futter für euch Hater. Das ist wieder was, womit ihr mich aufziehen könnt. Sie hat nicht mal ein Bett, lustig. Weil ich schlafe schon seit Wochen auf irgendwelchen Sofas. Entweder oben in meinem Zimmer oder im Wohnzimmer oder hier im Gästezimmer. Und ich habe einfach Rücken und es ist wirklich nicht mehr lustig. Aber ihr könnt euch gerne lustig machen. Jetzt. Reicht. Ja. So. Folgendes. Und zwar habt ihr lieben Hater ja wieder etwas gefunden, um mich erneut aufzuziehen. Das habe ich, glaube ich, wirklich noch nie erlebt. Also Fria, ja, oder auch Früher genannt, wurde ja öfters mal nachgefragt über bestimmte Sachen so. Und auch über diese spezielle Sache wurde ich früher öfters viel sprechen kaputt gegangen gelernt bei Yoda, du hast. Früher wurde ich über diese Sache viel gefragt. Heute werde ich nur noch gehatet damit. Warum auch immer, was auch immer so lustig oder toll daran sein soll, keine Ahnung. Frag nicht mich, frag die Leute. Und zwar fing es damit an. Ich habe so circa vor, lass mich lügen, 3, 4, 5, 1000 Millionen Jahren angefangen, YouTube-Videos zu drehen. Schanecke war, wie ihr wisst, mein erster Channel, weil Main-Channel und so, hä? Ja. Und ich habe dann angefangen, früher Videos zu drehen. Und die ersten Kommentare waren dann immer so, ja, du hast eine ganz nette Stimme, bist jetzt nicht die größte Sängerin. Gut, wusste ich auch vorher, war jetzt nicht so die Neuigkeit. Dann ging es los, dann fingen so Sprüche an wie, lass dir mal die Zähne richten, findest du das gar nicht widerlich, wie du aussiehst und, oder ich hatte auch mal einen total lustigen Kommentar. Das war, glaube ich, ein Mädchen, die das geschrieben hat, die wollte eigentlich nett sein. Schrieb dann irgendwie, ja, du hast eine tolle Stimme, aber deine Zähne gehen gar nicht. Da habe ich so gedacht, hä? Okay. Dann hätte sie sich den Kommentar davor ja auch sparen können, so. Hä? Also, nur mal zur Feststellung. Meine Zähne. Es gibt folgendes Problem. Also für die Leute, für die es ein Problem ist. Für mich war es auch lange Zeit ein Problem. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, denn erstens kann ich nichts daran ändern, zweitens macht es mich nicht zu einem schlechteren Menschen und drittens, ich bin es und da gehören auch meine Zähne dazu. So, das erste Ding. Meine beiden Schneidezähne, die oberen, sind zu groß. Ja, ich werde dann gerne betitelt als Hamster, Kaninchen, Hasenfresse, keine Ahnung, mir egal, ja, hier, da. Dann sind sie natürlich, weil sie zu breit sind und mein Kiefer ja nicht so ist, drücken sie gegeneinander. Das heißt, sie stehen beide ein bisschen nach innen gedreht. Ja, und mit meinen restlichen Zähnen hat das eigentlich gar nichts zu tun. Die sind alle schön, die sind so ziemlich alle gerade. Hier unten zwischen meinen Schneidezähnen habe ich eine kleine Zahnlücke. Ja, und ansonsten kann ich mich auch nicht beschweren. Immer wenn ich zum Zahnarzt gehe, sagt er mir, dass ich gute Zähne habe, dass sie, ne, kräftig sind, kräftige Zähne halt. Oh ja, Biber bin ich auch öfters. Lustig. Ja, so.
nur mal das zur Feststellung, dass meine Zähne ja gar nicht gehen. Ich meine, klar, ich gucke mir dann auch lieber so Hartz-IV-TV an, so Leute, die gar keine Zähne mehr haben, vor lauter Gammelung, weil sie nicht wissen, wie eine Zahnbürste aussieht oder so. Ja, ich habe auch gelbliche Zähne. Ja, ich gehe nicht jeden Tag zum Zahnarzt und lasse sie mir bleachen und Power reinigen und diesen ganzen Scheiß. Nein, ich rauche nicht, aber ja, ich trinke Kaffee. Todsünde, shame on me. Ja, nur mal das so zur Klarstellung, ja. Also, okay, egal. Dann wurde mir des Öfteren gesagt, du fettes Schwabbelmonster, guck dich mal an, du bist so fett, das ist ja widerlich. Okay. Ja. Mein BMI liegt 2 Striche über Normalgewicht und 3 Striche unter Übergewicht. Ja, da kann man sich jetzt ausrechnen, wie fett ich bin. Ich könnte euch jetzt auch meine Größe und mein Gewicht sagen, aber es geht einfach niemandem was an. Ich bin klein und ich bin nicht schlank. Ja, ich habe mehr auf den Rippen, aber ich kann damit um. Ich sehe lieber so aus, als irgendein Hungerhaken-Topmodel-Verschnitt. Und ich hatte auch noch nie Probleme mit meiner Figur. Also, keine Ahnung. Ich finde Klamotten ganz normal. Ich muss nicht in die Zeltabteilung gehen, um mich einkleiden zu können. Ich habe kein Problem mit Jungs, welche kennenzulernen oder keine Ahnung. Also, ja gut. Tut mir leid, dass ihr alle Topmodels seid, die mich so haten den ganzen Tag. Und mit perfekten Zähnen und perfekten Haaren und... Okay, egal. War ja alles okay, so konnte ich mit allem leben. Okay, sind halt Leute, denen langweilig ist oder die irgendwas auszusetzen brauchen. Gut, war natürlich auch zeitweise, oder was heißt zeitweise, ab und an habe ich es auch als Kompliment gesehen, weil es gab zumindest nichts an meiner Stimme auszusetzen und an meinem eigentlichen Tun. Denn ich will ja nicht wunderhübsch aussehen, das habt ihr ja bereits festgestellt, sonst würde ich mich ja auch jedes Mal schminken, mir die Haare machen, mir irgendwas Schickes anziehen. Ich bin total oft so gammelig wie jetzt. Ich habe eine Fischbonehose an, die mindestens 10 Jahre alt ist, die Löcher hat, die schlabberig ist und wo sogar mein fetter Arsch und mein fetter Bauch reinpasst. Unglaublich. Und ja, keine Ahnung. Ich bin halt nicht die Styling Queen. Ich kann mit meinem Aussehen leben, so. Kein Ding. Und weiß ich nicht, wenn ich mich jetzt den ganzen Tag aufbrezeln würde für Videos, das wäre einfach nicht ich, so, die Leute, die wissen das. Das wäre dann wie eine Verkleidung oder wie eine Maske, keine Ahnung, habe ich nicht nötig. Und, ja, jetzt, was neu dazugekommen ist, wie ihr sicherlich festgestellt habt, habe ich in den letzten 300 Millionen Videos ziemlich oft mein Matschauge erwähnt. Nochmal zur Erklärung für alle, die meine Minchen-Videos über die Uni-Augenklinik Kiel vielleicht nicht gesehen haben. Soll es ja geben. Ich habe in meinem Auge eine Hornhautentzündung, mein linkes Auge, wie man unschwer erkennen kann. Jetzt ist es vielleicht gerade lichttechnisch nicht so optimal, beziehungsweise für mein Auge ganz gut. Ich habe eine Hornhautentzündung und in meinem Auge befindet sich ein Herpesvirus. Das ist jetzt nicht so ein Herpes, wie ihr ihn kennt, wie man den am Mund hat oder... Also er ist nicht ansteckend. Wenn ich jetzt jemanden anheul, dann kriegt er das nicht. Oder wenn ich mal so rumschlafe und... Ne, ich kann mein Auge nicht entzünden, mein anderes. Also es ist nicht ansteckend. Es ist einfach nur mega ätzend. Alle anderen Symptome, die man von Herpes kennt, sind auch in diesem Fall gegeben. Das heißt, eigentlich ist es ständig gereizt. Bei Stress wird es schlimmer, bei anderen Faktoren wird es auch schlimmer und es ist halt eine Sache, die man nie wirklich bekämpfen kann, also mein Auge wird nie wieder ganz gesund sein.
die Leute unter euch, die Herpes am Mund haben, kennen das. Wenn man Stress hat, dann kommen halt wieder die Bläschen. Also ich kenne es nicht, ich hatte noch nie Herpes am Mund, aber ja, man kennt ja halt das ganze Gelaber von den Ärzten und so. Ja. Und ja, es kommt halt immer mal wieder durch und keine Ahnung. Das ist jetzt allerdings das neueste Hater, Mobbing, Dis-Objekt, mein Auge. Keine Ahnung, warum. Also weiß ich nicht. Ja, es tut mir weh, also das Auge, nicht ihr. Ich hab's schwer manchmal rauszugehen ohne Sonnenbrille. Also auch wenn die Sonne jetzt nicht scheint, wenn es einfach nur hell draußen ist, muss ich auch mit Sonnenbrille rausgehen. Weil es sonst einfach ständig tränt und es brennt halt. Optisch ist es natürlich nicht schön. Es ist oft rot, es ist oft dick geschwollen. Auch jetzt wieder, das Lied ist immer sehr stark mit einbezogen. Es hängt halt sehr. Was jetzt daran unbedingt lustig sein soll? Keine Ahnung. Ich meine, wenn von euch einer irgendwie einen Furz querhängen hat oder die linke Arschbacke ist kleiner als die rechte, dann finde ich es ja auch nicht witzig. Aber okay. Ja, weiß nicht. Vielleicht hilft euch die Information. Es ist zurzeit gerade sehr schlecht ums Auge. Und es gibt auch, wird auch wieder Zeiten geben, wo es sehr gut ist. Also müsst ihr euch dann schon mal was Neues ausdenken für die Zeit, wo mein Auge wieder gut ist. Vielleicht, ich meine, vielleicht fällt euch ja noch irgendwas ein. Ja. Ihr werdet bestimmt noch irgendwas finden. Zum Beispiel, dass ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht wissen. Oh, ich habe übrigens sehr große Ohren. Ja. Das ist noch ein großer Komplex von mir. Ich bin natürlich jetzt sehr mutig mit meiner Frisur, dass man meine Ohren jetzt immer sieht. Weil ich habe sehr große Ohren. Im Verhältnis zum Rest meines Kopfes habe ich sehr riesige Ohren. Vielleicht fällt euch da noch was Nettes ein, so Dumbo oder so. Naja gut, ihr solltet vielleicht ein bisschen kreativer sein. Dumbo ist schon ziemlich ausgelutscht für große Ohren. Außerdem stehen sie ja auch nicht ab. Vielleicht fällt euch noch irgendwas ein. Oder Krüppelzeh. Ah, ich hasse Füße und ich hasse vor allem meine Füße. Und ich will euch jetzt nicht meine Füße zeigen. Aber wenn ihr das hier mal als Beispiel nehmt, also die Daumen denkt ihr euch jetzt weg, weil wer hat schon so weit unten Zehe? Das ist ein bisschen eklig. Stellt euch einfach vor, hier ist noch der kleine Zeh. Ne? Also das hier ist der große Zeh und das hier ist der zweite. Dieser Zeh ist bei mir länger als mein großer Zeh. Also quasi wie hier bei den Fingern. Und das hasse ich. Deswegen trage ich auch nie offene Schuhe. Außer ich habe mal Flipflops an oder ich gehe halt mal barfuß, wenn es halt so warm ist wie jetzt. Aber sonst werdet ihr mich niemals barfuß erleben oder mit offenen Schuhen. Ja, vielleicht fällt euch dazu noch was ein. Ich sage immer gerne Krüppelzeh dazu, aber das ist jetzt natürlich mein eigener Diss, also müsst ihr euch was Eigenes ausdenken. Ja, kommt mir jetzt nicht mit Krüppelzeh und auch nicht mit Dumbo. Denkt euch was Eigenes aus, seid kreativ. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare in der Infobox. Unter der Infobox meine ich natürlich. In der Infobox. Ist geil, oder? Manchmal bin ich schon cool. Ihr könnt euch auch gerne etwas ausdenken zu meinem nicht vorhandenen Gehirn oder meinen Sprachzentrumsstörungen. Das war nett jetzt. Sprachzentrumsstörung. Ja. Wie auch immer. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch weiter gerne auslassen über meine Panikattacken oder über sonst irgendwas Gutes, was ich tue, wie dass ich dem WWF jeden Monat Geld spende, um die letzten 3200 freilebenden Tiger zu retten. Oder alles, was sonst noch so Asoziales von euch zu geben ist. Ich bin bereit, ich warte auf euch, ich freue mich tierisch und ich liebe euch einfach alle.
Das war mir ein tiefes Anliegen, das alles mal etwas ausführlicher zu erzählen und auch einfach einen Teil meiner Seele nach außen zu kehren und mein Herz auszuschütten. Und weil ich keine Taschentücher bei mir habe, höre ich jetzt auf. Denn ich bin wirklich stark gekränkt und das ist ja auch eine Form von Interesse an meiner Person. Wenn ihr mir ständig schreibt, wie scheiße ich bin. Ich bin schon sehr dankbar dafür. Denn so bleibe ich im Gespräch und ich weiß, dass ihr ab und an mich denkt und das macht mich sehr stolz. Ach ja, und wenn ihr noch ein Thema habt, über das ich mal sprechen soll, dann kommentiert in der Infobox doch gerne einfach und dann schnack ich drüber. Ja? Peace. Ich bin raus. Hier nochmal meine schiefen Zähne. Ach so, und bitte erspart euch sämtliche Kommentare zu meinen ganzen Tattoos und Piercings und auch rote, bunte Haare, denn ich weiß, dass ich ein asozialer Punk bin, der nachts mit 300 Dosen Bier unter der Brücke sitzt und sich Spritzen in die Arme jagt. Oder so. Bye.